Ein Hallo und herzliches Willkommen zurück zu Call of Duty Black Ops Multiplayer. Ja, wir nehmen jetzt hier diese RPK. Genau. Und würde sagen, nochmal auf Nuketown, genau, kommt. Nuketown, Nuketown, Nuketown. Wir hatten ja die ganze Zeit andere Maps und so. Und da ich eh so Nuketown verrückt bin, nehmen wir jetzt Nuketown. So, Ende. Punkt, Komma, Schluss aus. Aber ich glaube, wenn ich Sniper nehme, nehmen wir, glaube ich, nicht Nuketown. Ich weiß es noch nicht. Ich würde eigentlich gerne Nuketown nehmen, aber irgendwie auch wieder nicht. Feindliche Hundetrainer und dann. Boah, ey. Ich bin natürlich mal wieder voll im Verliererteam. Feindliche Hunde sind hier los. Claymore natürlich auch. Ey, da kann ich gleich mal mit denen den Server verlassen, ganz ehrlich. Ey, was ist das? Alter. Also der Typ hat auch irgendwas genommen, glaube ich, oder? Wie der am Rumzucken war. Oh mein Gott. Naja, wir hoffen mal, jetzt wird die Runde besser mit dieser Waffe. Mal gucken. Auf jeden Fall bin ich auf jeden Fall schon mal schnell unterwegs, ey, was mir sehr gefehlt hat. Oh, als Zweitwaffe diese ASP, also Sekundärwaffe. Ich weiß nicht, was ihr sagt, aber das Zielen ist abnormal kacke mit der Waffe, wenn man einfach drauf hält. Habe ich gerade bemerkt. Also auf jeden Fall kein Dauerfeuer raufhalten, würde ich mal sagen, wegen. Da trifft man nicht so wirklich was. Hat man ja gerade irgendwie eigentlich gesehen. Boah, ey, dieser MG-Phänomen irgendwas. Typ, ey, der kotzt mich echt an mit seiner scheiß MG. Boah, ey. Feindliche Kobra kommt näher. Feindliches Spionageflugzeug am Himmel. Der Typ hat eh was genommen, ey. Voll der Freak, ey. Killer Kind lässt grüßen und alles, ja. Alter. Und Camper lässt auch grüßen. Da oben ist eh wieder einer, ne? Nö. Aber da nach oben kommt gleich einer. Was habe ich gesagt? Zielen kann man auf jeden Fall nicht mehr mit der Waffe. Ey, es kommt natürlich auch an, dass die so lange braucht zum Zielen, ey. Ja, geile Scheiße-Granaten noch am Werfen. Ich warte eigentlich nur noch, bis irgendein Typ von meinem Team sagt, MG-Phänomen, Dingens typisch cheatet. Wetten, das sagt noch einer. Diese Waffe gefällt mir nicht. Ihr könnt sagen, was ihr wollt, aber diese Waffe liegt mir auf jeden Fall nicht. Könnte mal irgendeiner, danke, den die Kobra runterholen, danke. Na, wo ist jemand? Da, da. Kommen sie jetzt von hinten? Ne, irgendwie nicht. Keine Ahnung, von wo die kommen. Ach, Mann. Spionageflugzeug einsatzbereit. Ey. Verbündetes Spionageflugzeug unterwegs. Feindliches Spionageflugzeug im Anflug.
Ich mag diese Waffe nicht. Mit der komme ich einfach mal gar nicht klar. Aber die hat auf jeden Fall mehr Kugeln. Toll, ey, kommt dir nicht mal vor, ey, müsst ihr Granaten werfen oder was? Ey, was soll denn die Scheiße? Will ich einfach mal nicht treffen. Ich dachte schon, ich sterbe jetzt gleich. Oder auch jetzt. Oder auch nicht, aber jetzt. Feindliches Spionageflugzeug im Anflug. Mann. Spionageflugzeug hält sich bereit. Verbündetes Spionageflugzeug unterwegs. Komm schon, ey. Mit deinem scheiß MG, ey. Mann. Na, campt er da vorne schön. Macht er ganz toll. Mission gescheitert. Zurückziehen. Ja, ja. Ich weiß nicht, wie der drauf der ist, der Typ, aber der ist auf jeden Fall sehr drauf, der Typ. Noch eine Runde, dann werde ich den Part beenden, genau. Sind gerade bei 6 Minuten angelangt. Beziehungsweise gleich 7 Minuten, wie ich da gerade sehe. Und yo. Das wäre es dann mit der RPK. Die mir gar nicht sonderlich gefällt. Okay, das Magazin ist groß. Liegt ja auch daran, dass ich ein erweitertes Magazin drin habe, aber trotzdem. Ja, ich bin blind mal wieder, ey. Das ist so ekelhaft. Diese ganzen Blender. Toll. Gibt's doch nicht. Hallo, block nicht, danke. Oh ja. Oh nein, der muss mir natürlich fahren. Verbündetes Spionageflugzeug unterwegs. Spionageflugzeug hält sich bereit. Granate, blind. Habt ihr noch was? Habt ihr noch Gas irgendwie? Wir haben die Führung verloren. Wir haben die Führung verloren. Ganz toll. Spionageflugzeug einsatzbereit. Verbündetes Spionageflugzeug unterwegs. Ey, diese MG-Fuzis kotzen mich langsam richtig an, ey. Jeder mit dieser Waffe unterwegs. Granaten-Fail! Ey, der Typ kotzt mich echt nur noch an, ganz ehrlich, ey. Wie drauf ist der denn bitte? Block nicht, danke. Ey, bis ich mal zielen kann, ne? Ist eh Tag vorbei und dieser scheiß Blocker, guckt es euch an, ey. Legt sich genau beim Spawn hin. Kann ich echt sofort wieder ausflippen. Ich kann nicht zielen, nein, nein. Sag ich doch, da kommt wieder irgendwas von wegen und blablabla Hacker und so. Aber warum Viper? Egal. Feindliches Spionageflugzeug im Anflug. Spionageflugzeug hält sich bereit. Ah, blind, alles mögliche Cobra noch von oben, Spionageflugzeug hält sich bereit. Boah. Verbündetes Spionageflugzeug unterwegs. Weiter, sonst verlieren wir. Alter, alle nur mit einer MG auch umherlaufen, ey. Ich
pack gleich meine Farmers aus. Ach, geht ja gar nicht. Ah, von hinten. Toll. Bleibt mal schön in dein Haus, Camper. Granatenfell. Toll. Ganz geil. Feindliches Spionageflugzeug im Anflug. Juhu, ich dachte schon, ich sterbe. Spionageflugzeug einsatzbereit. Hä? Verbrannte Vorräte unterwegs. Achtung, feindliches. Ja, ja, komm, Hackers, bla bla, blub, blub. Spionageflugzeug einsatzbereit. Verbündetes Spionageflugzeug unterwegs. Unser Spionageflugzeug ist in der Luft. Cobra ist unterwegs. Jo, das war's dann. Wie sehen meine Sets aus? Bestimmt scheußlich. Genau, 18 Kills, 15 Deaths. Oh mein Gott. So, damit werde ich diesen Part beenden. Welche Waffe kommt denn als nächstes ran? Ich glaube wieder diese RPK. Obwohl ich gar keine Lust habe auf die RPK. Dann nehme ich halt einfach mal die HK-21, genau. Mit einem Magazinerweiterung. Juhu. Mehr Kugeln und so. Gut. In der nächsten Runde also dieser HK-21. Und zwar will ich dann auch noch hier was ändern. Und zwar würde ich gerne... Was würde ich denn hier gerne nehmen? Hardliner. Ja, komm, Hardliner. Denn das... Oh, Geld reicht nicht mehr. Schade. Na egal. Soll's gewesen sein. Gut, damit werde ich den Part beenden und dann sehen wir uns beim nächsten Part von Call of Duty Black Ops Multiplayer wieder. Bye, bye.